Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2, die Nacht des Raben hier bei Morgan. Hey, du. Der ja zum Brettersägen verdonnert wurde. Wegen Angus und Hank. Ich habe sie gefunden. Jetzt lass dir doch nicht jedes Wort aus der Nase ziehen. Wo sind sie? Sie sind tot. Der Ring. Was ist mit dem Ring? Was? Den hatten sie nicht dabei. Nein. Was? Warte. Geh zurück und such nochmal. Sie müssen ihn dabei gehabt haben. Es ist ein kleiner Ring mit vielen kleinen Verzierungen. Du musst ihn finden. Du musst! Wegen Angus und Hank. Das kennen wir hier. Hier ist er. Ja, das ist er. Guter Mann. Hier, nimm diese Steintafel. Sie sieht zwar aus wie alter Ramsch, aber Garrett wird eine Menge Gold dafür springen lassen. Ich glaube, ich will dir lieber lesen. Gibt's sonst noch was für mich zu tun? Da fragst du am besten den Captain. Yep, bei den Banditen spionieren. So, also, morgen. Der Ring bringt ja 10% auf Einhandfähigkeit. Das heißt, man kann damit besser kämpfen. Und ich habe so das Gefühl, so verzweifelt wie er danach ist, dass er wohl nur mit dem Ring kämpfen kann. So, hier dein Kompass. Oder... Ich bin ganz deiner Meinung. Kann ich den Kompass vielleicht auch zu Greg bringen? Den hätte schließlich er sich unter den Nagel gerissen. Nee. Wenn er das nicht sieht, der interessiert sich nicht dafür, oder zumindest kann ich es ihm nicht anbieten. Nun denn, weil ansonsten würde ich nämlich sagen, ich stelle mich mit dem Captain gut. Nur auf die Kraft an. Also, aber dem scheint das wohl egal zu sein. Hier ist dein Kompass. Ja, das ist er. Hätte nicht gedacht, dass ich ihn nochmal wiedersehe. Danke, Mann. Ja klar, gern dieses doch. Dieses Mal wird ihn Greg nicht wieder in die Finger kriegen. Her, nimm diesen Gürtel dafür. Er ist mein wertvollstes Stück. Ein Gürtel? Was denn für ein Gürtel? Ich hätte das Gürtel des gemacht. Schutzes. Vor Waffen und Pfeilen jeweils 7. Meiner bringt halt jeweils 10 und nochmal 5 vor Magie und Drachenfeuer. Aber... Ist das wirklich wahr? Das bringt er nur, weil ich auch gleichzeitig die Magierrüstung anhab. Wenn ich die nicht anhätte, würde er nur 5 bringen. Das heißt, der ist minimal stärker, wenn ich nicht die Magierrüstung trage. Und da ich jetzt gleich zu den Banditen gehe und dabei die Banditenrüstung tragen werde und nicht die Magierrüstung, ist es gar nicht mal so verkehrt, diesen Gürtel anzuhaben für noch ein kleines bisschen extra Schutz. Jetzt nicht, dass die 2 Punkte irgendwie wirklich viel bringen würden, aber hey, sicher ist sicher. Ich will ja so stark wie möglich sein, so gut ausgerüstet wie möglich. Jo, also, ab zu den Magiern, Mana steigern, Banditenrüstung anziehen und dann ab in den Sumpf. Ich bin gespannt, wie schnell ich auf die Banditen stoße. Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich meine, allzu weit werden sie wohl nicht weg sein. Keine Ahnung, müssen wir mal gucken. Ja, hier geht's zurück. So, Merdarion, wo bist du? Da. Ich glaube, Merdarion ist der, bei dem ich Mana steigern kann. Genau. Ich will meine magische Kraft steigern. Gib mir mal 10... 5. 5 für 10 Lernpunkte. So, jetzt habe ich 60 Mana. Mir fehlen aber noch 5. So. Ist mir egal. Habe ich halt 5 verschwendet. Habe ich eigentlich einen Fokus dabei? Ich konnte ihm gerade keinen abschwatzen. Warte. Ja, da ist einer. Da ist ein Fokus. Sehr gut. Gut. Damit bin ich quasi vorbereitet. Das heißt, ich werde jetzt meine Feuermagierprobe gegen eine mittlere Banditenrüstung tauschen. Dann habe ich 51 Schutz. Und wenn ich jetzt den Gürtel tausche, dann habe ich genau 53. Ja, ein kleines bisschen mehr. Es sind immerhin 4%. 4% mehr Schutz gegenüber mit dem anderen Gürtel. Kann man machen. Hältst du mich jetzt für einen Banditen? Nee, tust du nicht. Ardanus möge dich schützen. Ja, ja. Bestimmt tut er das. Außerdem bin ich doch ein Innos-Kämpfer, ein Innos-Magier. Du Wassermagier, du, ja, keine Ahnung. Nun, ich habe hier ganz am Anfang, wenn ihr euch erinnert, eine Begegnung gehabt mit einem Razor. Zum Glück weiß ich mittlerweile, dass ich diese Razor relativ einfach besiegen kann. Und nur um sicher zu gehen, dass der hier bei den Magiern nicht rumwütet, würde ich den jetzt mal aus der Welt schaffen.
Da ist nichts zu holen. Nicht, dass der hier noch irgendwie Unsinn macht oder irgendwie Magier angreift oder so. Was hat er denn bewacht? Einen Trank, einen Lederbeutel und ein Lauflieder. Na, klasse. Das ist voll viel. Hat sich's denn wenigstens gelohnt mit dem Lederbeutel? Wo sind die Lederbeutel? Hier. 2,25er. Und 2,50er. Das heißt 150 Gold. Habe ich jetzt hier in Summe. Aus den Lederbeuteln. Ja, das ist nicht die Welt. Aber schauen wir mal. Vielleicht kann ich bei den Banditen hier was damit anfangen. Ist hier hinten noch irgendwas? Bevor ich jetzt so blind in Richtung Banditen laufe. Hier rechts geht es auf jeden Fall hoch. Ist das ein Weg nach oben? Zu den Ruinen? Probiere ich gleich mal aus. Zuerst will ich wissen, ob es hier noch ein paar Gegner gibt. Und ja, es gibt hier Fangheuschrecken. Guck mal einer an. Oh mein Gott, hauen die rein, ey. Ei! Man könnte meinen, dass ich draus gelernt hätte. Könnte man meinen. Ich stell das mal eben nach. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Diesmal war ich klug. Oh, guck mal, Bären. Diesmal war ich klug und habe meine Magierrüstung erstmal anbehalten, weil ich ja hier noch lange nicht auf die Banditen stoße. Leider hat mich dafür der Razor ein bisschen arg mitgenommen. Das heißt, ich muss hier jetzt erstmal ein paar Heiltränke runterschlucken. So, 194. Jetzt müsste ich bei 218 sein. Und dann fehlen mir noch genau 100. Also zwei von denen. So. Und dann schnappe ich mir die beiden Fangheuschrecken hier mit meiner Magierrüstung. Das dürfte deutlich besser klappen. Ja, komm her. So. Jetzt. Jetzt reden wir. Und wenn wir so reden, muss ich sagen, liebe Fangheuschrecken, gefällt mir das dann deutlich besser als vorhin. Auf jeden Fall. So, siehst du mal, Heilpflanze. Habt ihr gut bewacht, habt ihr gut gemacht. Und hier ist noch ein Trank. Ja, zwei Tränke sogar. Ja, siehst du mal. Hat sich ja schon beinahe gelohnt, hierher zu kommen. Gibt's hier drüben denn noch irgendwas? Oder geht's hier wirklich nur hoch? Ah, hier geht's einfach nur hoch. Ach, guck mal, hier bin ich jetzt hinten dran. Hinter dem höchsten Punkt hier quasi. Was liegt denn hier so rum? Ein paar Sachen, ein paar Pflanzen. Oh. Es ist alles ganz nett, aber halt nicht so richtig. Ich weiß nicht. Ich fühle mich nicht so richtig befriedigt. Das Sterben war es nicht wert, das, was ich hier so finde. Andererseits habe ich mich auch selten dämlich angestellt. Okay, Dunkelpilze. Ich nehme alles zurück. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Oh mein Gott, ich werde mich so ärgern, wenn mir am Schluss ein Dunkelpilz fehlt, um meinen Mana zu steigern. Ich werde mich so tierisch ärgern. Wahrscheinlich wird es passieren. Ich kenne doch mein Glück. Gut, hier muss ich nicht hin. Ich will da runter. So, jetzt würde ich aber mal sagen, ich gehe in Richtung Sumpf. Und um die Erlebnisse, die ich da gerade hatte mit dem Sterben, nicht zu wiederholen, würde ich jetzt erstmal meine Magierrüstung anbehalten und die Augen offen halten nach Banditen. Und sobald ich einen sehe, werde ich die Banditenrüstung anziehen. Dunkelpilze, hey, guck mal. Ganz viele Dunkelpilze. Das ist toll. So, hier gibt es keine mehr. War ich hier schon auf der Ebene? Nö, war ich scheinbar nicht. Ha, guck mal, Dunkelpilze. Das hat sich doch mal... Ich nehme alles zurück. Es hat sich gelohnt, sich hier nochmal ein bisschen umzuschauen. Das hat sich aber sowas von gelohnt. Also diese Bären sind mir eigentlich relativ egal. Ich nehme sie jetzt trotzdem mal mit. Ich meine, wer weiß, vielleicht brauche ich ja irgendwann Bären für irgendwas. Ich glaube es zwar nicht, aber... Also es ist immerhin kostenlose Heilung. Es dauert zwar eine Weile, aber für Offscreen ist das ja vollkommen in Ordnung. Gut, dann geht's hier nach unten. Schauen wir mal, ob es hier runter geht. Lauflieder, ja, ist okay. Mag ich von daher, weil er halt beides heilt, Mana und... Hey, da geht's runter, oder? Ich probier's mal aus. Hui!
Einmal runterrutschen, bitte. Ein Trank. Kräuter. Sonst irgendwas Tolles? Vielleicht ein Schatz? Oder ein Lederbeutel? Oder... weiß nicht. Ein Amulett? Ein Ring? Kommt jetzt hier weiter runter? Kann ich da runterflutschen? Ich glaube nicht. Das sieht sehr tödlich aus. Tja, dann kann ich ja nur hoffen, dass ich hier wieder hochkomme irgendwie. Ja, okay, das geht gerade so. Glück gehabt. Siehst du, und kaum will ich hier meine Magie auspacken, um zu gucken, ob mir da irgendwelche Gegner in der Entfernung auflauern. Das sind hier Dinge, die ich aufsammeln kann. Ich glaube, ich werde den Banditen ganz viel von meinem Zeug verticken. Ganz viel Unsinn, den ich habe. Können sie alles haben. Und dann lege ich sie um. Und dann nehme ich mir das Zeug wieder. Hey, es sind Banditen. Ich tue ihnen nur das an, was sie auch anderen antun. Oder antun würden. Ich futter mal 10 von denen. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Denn damit bin ich dann sowohl was Leben als auch was Mana angeht quasi wieder vollständig geheilt. So, jetzt aber hier. Ich wollte jetzt zu den Banditen, zum Sumpf. Und auf dem Weg sind natürlich erstmal ein paar Blutfliegen. Bleibst du hier? Sehr schön. So, das da an der Seite gucke ich mir alles an, wenn ich hier wieder zurückkomme. Und da vorne ist ein Steg. Und hua! Was ist das? Ah, okay. Eine Treppe. Hab ich jetzt nicht so gut gesehen von oben. Was ist das? Eine Sumpfgasdrohne. Das ist ein neuer Gegnertyp, ne? 100 Erfahrung, ja, kann man machen. Besser als diese dämlichen Blutfliegen, die keiner mag, weil sie ständig ausweichen und nerven und trotzdem nur so wenig Erfahrung geben. Vor allem trifft man die so schwer. Blutfliegen, ich hasse euch. So. Und weil da vorne ein Steg ist, ich hole nochmal eben 10 von denen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und weil da drüben so ein Steg ist und ich vermute, dass der von den Banditen kommt, werde ich jetzt mal die Banditenrüstung anziehen. Und ihr habt ja letztes Mal gesehen, wenn ich die Banditenrüstung trage, lohnt es sich, den anderen Gürtel anzuziehen. So, Sumpfgastrunde. Hast du irgendwas dabei für mich? Da ist nichts zu holen. Nö, hast du nicht. Okay. Was haben wir hier? Lederbeutel, Spruchrolle und ein Trank. Okay. Gute Sache. Ich mag Blutfliegen nicht. Hier, Schnuppergas, Feuer oder Mana? Keine Ahnung. So, einmal Feuernessel bitte. Die habe ich ja auch noch. Die benutze ich kaum noch. Diese Mana-Pflanzen. Aber... hey, warum nicht ein Sumpfhai? Kennen wir, glaube ich, auch noch aus dem ersten Teil, ne? Das war irgendwie dämlich. So. Schauen wir doch mal, ob ich mit so einem Sumpfhai zurechtkomme. Ah ja, komm, das geht doch. Komm mal her. Damit ich nicht so weit laufen muss, wenn ich dich ausnehmen will. Hey, was? Das erste Mal, wenn mir jetzt die Hälfte. Nichts zu plündern. Das ging ja einfach. Und gibt ordentlich Erfahrung. Ich glaube, wenn ich hier auf noch mehr Sumpfhaie treffe, lasse ich mir den, glaube ich, nicht entgehen. Ah, Sancho, das könnte schon der erste Bandit sein. Ja, das sieht so aus wie ein Bandit. Ich bin gespannt, ob er mich als Bandit anerkennt oder ob er mich angreift. Ich habe Angst. Scheiße, noch ein neuer. Auch wegen des Goldes hier, was?
Gold? Jetzt hör auf. Jetzt hör auf, mich zu verarschen. Alle Neuen, die hierher kommen, wollen in die Mine. Aber stell dir das bloß nicht so einfach vor. Wie komme ich zum Lager? Folge einfach dem Steg. Aber wenn du in die Mine willst, musst du an Franco vorbei. Er erwartet von allen Neuen, dass sie sich erstmal eine Weile hier draußen abrackern. Erzähl mir mehr über die Mine. Ich gebe dir einen guten Rat. Wenn du rein bist, stell dich gut mit Franco. Er ist hier draußen der Boss. Er entscheidet, wer als nächster rein darf. Aber er wird dich nur reinlassen, wenn du hier draußen nicht die Eier schaukelst. Also geh zu ihm und lass dir eine Aufgabe geben. Wo finde ich diesen Franco? Er hängt meistens auf dem Vorplatz zum Lager rum. Stell dich bloß gut mit ihm, sonst bekommst du am Ende noch so einen Scheißjob wie ich. Musst du hier die ganze Zeit rumhängen? Ich soll alle Neuen untersuchen, damit sich bei uns kein Spitzel einschleicht. Aber das kannst du vergessen. Ich meine, wir sind hier am Ende der Welt, mitten im Sumpf. Niemand kann uns finden, niemand wird uns finden. Und warum sollte sich jemand die Mühe machen, einen Spitzel zu uns zu schicken? Och, ich weiß nicht, vielleicht weil ihr Leute entführt? Was gibt's Neues? Nee, im Moment gibt's nichts Neues. Oder weil ihr einen heiligen Tempel entweiht? Oder einfach weil ihr Banditen seid, die sich im Sumpf irgendwo verstecken und niemand will, dass ihr irgendwelche geheimen Pläne ausheckt und außerdem, wenn neue Leute zu euch kommen können, so wie ich, dann könnt ihr wohl bitte auch Spitzel hierher kommen. Oh mein Gott, der Typ ist echt nicht der Hellste. Naja, soll mir recht sein. Soll mir recht sein. Ist mir ehrlich gesagt relativ egal. Ich bin ja kein Bandit. Im Gegenteil, ich find's ja gut, wenn die so nachlässig sind. Denn ich bin ja schließlich ihr Gegner, nur dass sie es halt nicht merken. Hey, du. Was machst du hier? Suchst du irgendwas? Pflanzen. Ich suche Pflanzen. Das meiste Zeug, was hier wächst, lässt sich für irgendwas gebrauchen. Viele Pflanzen haben Heilwirkungen und Sumpfkrautstängel kannst du rauchen. Vor meiner Zeit in der Barriere habe ich bei einem Alchemisten gearbeitet. Warum haben sie dich in die Barriere gebracht? Ich habe viel mit Tränken gearbeitet, die den Verstand beeinflussen. Mein Lehrmeister Ignaz hat eines Abends anstatt seinem Wein mein Experiment getrunken. Es hat ihn zeitweise unberechenbar gemacht. Und seitdem ist er etwas verwirrt. Die Magier haben mich daraufhin in die Barriere werfen lassen. Forschung an verbotenem Wissen haben sie es genannt. Ignaz, ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Was kannst du mir über das Lager erzählen? Nicht viel. Ich war selber noch nicht drin. Nur Ravens Leute waren von Anfang an dabei. Alle anderen, die später kamen, so wie ich, müssen warten, bis neue Leute angefordert werden. Woher bist du gekommen? Na, denselben Weg wie du, nehme ich an. Mit den Piraten, übers Meer. Ja. Das Tal hier ist komplett abgeschieden. Über Land gibt es keine Verbindung. Mhm. Genau. Und es gibt auch kein unterirdisches Portal. Nein. Wann werden neue Leute angefordert? Na, wenn drinnen welche fehlen. Wenn sich ein Butler von einem Minecrawler fressen lässt, wird einer von uns reingelassen. Na, Halleluja. Manchmal bringen sie sich auch gegenseitig um. Aber das ist in letzter Zeit besser geworden. Raven hat den Zugang zur Mine irgendwie geregelt, sodass nicht alle gleichzeitig reinkommen. Aber wie das genau funktioniert, weiß ich nicht. War ja noch nie drin. Kannst du mir was beibringen? Na, keine Zeit. Ich bin hier, um an Gold zu kommen. Und solange ich nicht ins Lager komme, verdiene ich mir eben was mit meinen Kräutern. Aber wenn du ein paar Tränke brauchst, ich habe noch welche dabei. Lass uns handeln. Dietriche, sehr gut. Ich habe keine mehr. Grog, Garrett braucht Grog, nehme ich. Und Mana-Tränke, nee, ist okay, brauche ich gerade nicht. 2400er habe ich noch, ich habe 2070er und davon nehme ich ein paar Heiltränke. Ja, vielen Dank. Ansonsten gut zu wissen, dass hier jemand mit Tränken handelt. Wenn ich wieder welche brauche, komme ich nochmal auf dich zurück. Und übrigens, vielen Dank für die ganzen Infos über das Lager und so. Das heißt, um reinzukommen, müsste ich jetzt wahrscheinlich warten, bis drinnen einer drauf geht. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Oder vielleicht kann ich mich durchprügeln, ich weiß es nicht. Ich würde mal sagen, das finden wir nächstes Mal raus. Huiuiui, ey, hier draußen ist ja ein richtiges Lager. Ist das schon das Banditenlager oder ist das... Nee, das sind nur die Butler hier draußen, die gerne rein würden. Und ich suche hier natürlich nach Dunkelpilzen vor allem. Aber hier scheint es gerade keine zu geben.
Guck mal, hier ist ein Pilz. Leider nur Butlerfleisch. So, nun denn, dann quatsche ich mal noch mit denen, oder? Banditen, Banditen. Nee, die sind langweilig. Ah, Franco. Hey, was willst du hier? Willst du ins Lager? Ja, ich bin... Interessiert mich nicht, wer du bist. Ich bin Franco, ich bin hier der Anführer. Also, wenn du hier draußen einen guten Job machst, bringe ich dich ins Lager. Ramon, der Torwächter, wird dir sagen, ob sie im Lager neue Leute brauchen. Sprich mit ihm. Okay. Gut. Dann werde ich ja hier scheinbar mich mit Franco erstmal versuchen, mich gut zu stellen. Und dann werde ich nächstes Mal mit Ramon reden, um zu fragen, ob er mich reinlässt, ob sie gerade Leute brauchen. Jetzt würde ich aber erstmal sagen, die Folge ist lang genug. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal hier bei den Banditen. Auf Wiedersehen!